Hallihallo und willkommen zurück zu Warhammer und zwar mit Astragoff Eisenhand. So, als allererstes wollte ich diesmal noch gucken, ob wir was in der Höllenschmiede machen können. Und das können wir sogar. Guck mal, für 100 Ausrüstung können wir uns mehr davon holen. Jetzt können wir bis zu 3 Leute davon in der Armee haben. Das sieht schon mal richtig lecker aus. Und die Rune der Raserei ihnen geben. Aber ich denke mal... Ja, genau, dazu fehlt uns die Ausrüstung. 8 Ausrüstung pro Runde. 16 Ausrüstung pro Runde. Uff, ja, die kriegen wir nicht rein. Weil guck mal, wir kriegen gerade 10 rein. Aber wer weiß, wenn wir vielleicht die Siedlung eingenommen haben. Wir können aber die 2 oder zumindest uns einen davon holen. Ich würde sagen, wir holen uns einen Schildtypi. Warten kurz eine Runde, das geht ja schnell. Und ich muss sagen, ich habe mich in die Chaos-Zwerge total verliebt. Wir haben ja, also wir spielen derzeit sonntags auf Twitch TV, spielen wir derzeit den lieben, na wie heißt er denn, Zartan in der großen Kampagne. Boah Leute, lecker. Wir ziehen da derzeit gegen die Kefellen Krieg. Aber jetzt lass uns erstmal hier hingucken. Ach herrje, der hat ja schon einiges, ne? Ne, Knopfklar, das sind einfach nur Orks. Haufen Goblins und die Goblin-Wolfsreiter, das sind richtig Reiter, oder? Ja. Ja gut, er hat gar nicht mal so wenig. Ich muss sagen, ich mache gerne die ersten Stadtkämpfe, also die kleineren Provinzstädte, wo noch keine Mauern oder so sind, als Autofight, weil ich gerne schaue in diesen Städten, hey, wie gut funktioniert denn der Autofight mit der jeweiligen Fraktion? Ich muss sagen, in Warhammer geht's besser als in Bannerlord zum Beispiel, der Auto-Resolve. Lässt aber trotzdem an vielen Stellen zu wünschen übrig. Deswegen kämpfe ich meistens wirklich die Schlachten auch selber. Und ja, deswegen, das passt schon. So, wir haben eine Tonne an Ork-Sklaven und 2, 3 Goblin-Sklaven. Oder es sind ja keine Sklaven, es sind ja Arbeiter, ja? So, Aufstellung starten, Magie passt schon so. So, du bist die 1, du bist die 2. Ihr bildet die Schildfront. Naja, nennen wir es mal Schildfront. So, ihr zwei seid die, ihr seid die und euch halten wir ein bisschen in der Backhand. Ja, dann können wir so ein bisschen wie eine Schere mit denen vielleicht machen. So. Deswegen stellen wir die hier außen hin. Habt ihr Ansturmabwehr? Nee, habt ihr nicht. Warte mal, dann kommt ihr tatsächlich doch hierher. Und lasst uns die hier rüberholen. Na, guck mal, da drüben stellt er seine Wolfsreiter auf. Dementsprechend wollen wir das so ein bisschen haben, glaube ich. So, dann holen wir uns unsere Zwerge hierher. Unsere Geschosszwerge. Also ein bisschen blöd, ne? Vielleicht auch lieber erstmal nach vorne und den Gegner... wisst ihr, nach vorne und den Gegner anrennen lassen? Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh, Leute, wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir einfach. So. Dann stellen wir die 2 hier dahinter hin. Ja, so machen wir das. So, Mr. Boss, du kommst hier vor. Mr. Astragoff. Der Zauberer... Ach nee, das ist ja gar kein Zauberer. Stimmt. In der Armee haben wir ja so einen fetten Ogern. So, und du, ihr kommt hier rüber. Uff. Ja. Ja, dann kommst du mit hier hin. Oder? Passt das so? Passt so. Let's go. Ah, ihr rennt nicht. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Gut, ja, das war jetzt anders geplant. Bin ich ehrlich. Ja gut, dann, let's go. Ein bisschen schade, bin ich ehrlich. Naja, eure Freunde in der letzten Schlacht, denen ging es nicht so gut. Aber ihr hattet auch keine Wolfsreiter dabei, bin ich ehrlich. Seht ihr? Da freuen sie sich, die Jungs und Mädels. Wisst ihr was? Wir holen die doch diesmal lieber hier rüber. Schaffen die das noch, bevor die Armee ankommt? Ja, wird close, ne? Aber der kann doch schon mal ein bisschen Spaß haben, würde ich mal sagen, oder? Ja, komm. Schön. Schön Feuerball, Junge. Aber schön überladen. Das sieht so übel aus, ne? Okay, das war... Ich glaube, das hätten wir uns sparen können. Hm. Okay, miep. Ja, kommt jetzt mal her. Los, beeilt euch, Jungs. Die ganze Armee wartet auf euch, ja? Also, da können wir auch mal ein bisschen schneller laufen. So, ihr kommt mal vor. So. Jungs, und jetzt einfach ran da. Habt Spaß. Gönnt euch ein bisschen Party. Genießt es.
genießt es einfach. Er müsste ja relativ gut performen, glaube ich. Ist ja ein guter Fighter, theoretisch. So, schnapp dir mal den. Du hast dich selber gebufft. Sehr schön. Gibt's noch erstmal einen Feuerball direkt rein ins Gesicht. Geht nicht. Zu nah. Schön. Sehr schön. Angriff, Jungs. Ja, okay. Ja, ich hätte gedacht, weil sie so schwer gepanzert sind, halten die das besser aus, aber tatsächlich so gar nicht, ne? Ja, hätte ich doch die Ogre wohl ne, weiter da drauf lassen sollen. Ach, egal. Angriff, Jungs! Ja, da fliehen die Gobos. Und jetzt gibt's die Rache der Äxte. Los, gönnt euch, Jungs. Es sind nur Goblins. Da ist ein bisschen... Ja, unangenehm, würde ich mal sagen. Ja, haut drauf, haut drauf. Dass da nicht die Köpfe fliegen, oder? Ja, wir gucken ein bisschen heute mal zu. Boah, Hammer ist halt auch so ein geiles Cinematic-Spiel eigentlich, ne? Orks versus Goppos. Wer gewinnt? Sieht nach den Orks aus. Die stehen ein bisschen da und gucken zu. Ey, Jungs, hinterher. Und Astragoff, du auch. Sag mal, ihr trefft doch schon wieder unsere eigenen Jungs. Könnt ihr mal... Ja gut, ist jetzt vielleicht... Ah, das sind nur Arbeiter. Wie unsere Donnerbüchsen wieder unsere eigenen Jungs wegknallen, ne? Ja, ach, ich meine, das hatten wir schon mal im Stream gehabt. Das ist halt... Das ist natürliche Auslöse der Zwerge, ja? Also wir lösen da natürlich aus. So, Astragoff, du kommst ja hier rüber. Du bist ja relativ schnell, ne? Weil die kommen nochmal zurück, das war klar. Ah, wir holen die Axttypen mal her. Die sollen hier mal ein bisschen helfen, würde ich sagen, ne? Und weil interessanterweise... Ah, das waren auch nur Ork-Arbeiter, okay. Hier stellen wir jetzt mal ein bisschen nochmal die Krieger auf. Jetzt kommt, träumt die weg. Es sind nur 2,5 Leute, ja? Also ihr merkt, ich glaube, wir hätten das wirklich auch im Auto-Resolve schlagen sollen. Los, rein da! Aber ich bin tatsächlich richtig, richtig gespannt, was jetzt auf der kurzen Kampagne alles passiert. Also auf der großen Kampagne schlagen sich die Dunkeleisenzwerge auch sehr, sehr gut. Nicht Imber, worüber ich sehr dankbar bin, weil sie haben definitiv ihre Schwächen und zwar ganz massive. Die werden wir, denke ich, auch in der kurzen Kampagne kennenlernen. Aber sie machen einfach Spaß, sie sind erfrischend. Es ist wirklich viel Spaß. So, und das war ein Sieg nach 5 Minuten, passt. Kein bloßer Sieg. Schicksale wurden neu geschmiedet. Ja, und wie ihr seht, unsere Zerstörer, also diese Stierzentauren-Zerstörer. Ich meine, das ist ja auch seine Sonderfähigkeit, den Rettungsschutz und so weiter zu geben, ja. Aber die sind richtig, 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 richtig böse derzeit in unserer Armee. Die Donnerbüchsen waren komplett falsch eingesetzt, sind wir ganz ehrlich. Und ja, aber ich bin mittlerweile auch ziemlich begeistert von unseren Orks und unseren Gobbos. Wobei ich glaube, ich werde eher Gobbos mitnehmen, weil die ein bisschen mehr aushalten als die Orks. Und ganz ehrlich, die sind dann nur dafür da. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, die Siedlung zu etwas zu machen. Einmal zu einer Mine und einmal zu einer Fabrik. Wir haben schon eine Mine, das seht ihr hier oben, guck mal, die Fälle des Verdorbenen, Außenposten, nicht Mine. Ganz einfach. Im Außenposten werden Rohmaterialien abgebaut, ja? Und in der Fabrik werden diese Rohmaterialien umgebaut zu Ausrüstung. Also überhaupt, daraus wird Ausrüstung gemacht. So. Wir brauchen jeweils immer Arbeiter. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Wert. Diese Arbeiter sind unfassbar wichtig, sonst liegt die ganze Produktion der Zwerge flach. Und genau das ist auch eine ihrer Schwächen. Soll heißen, wenn sie diese Sachen aufgebaut haben, erstmal Fabrik. Und wir können derzeit aus irgendeinem Grund keinen Krieg führen. Dann haben wir ein richtiges Problem. Weil dann kriegen wir keine Arbeiter. Wenn wir keine Arbeiter kriegen, bleibt unsere Wirtschaft einfach liegen. Fertig. So einfach ist die ganze Geschichte. Und deswegen müssen wir immer gucken, dass wir Arbeiter kriegen. Und das Schöne ist jetzt aber, wenn ich es richtig... Ja. Oh ja. Jetzt kommen wir endlich zu den Hobgoblins. Hobgoblins sind richtig, richtig lecker. So, als allererstes meine guten... Na, ich denke, er wird uns angreifen. Nee, wird er nicht, oder?
Nee, wird er, glaube ich, nicht. So, das heißt, wir lösen jetzt erst... Obwohl, nee, wir brauchen gar nichts auflösen. Wir bauen uns 3-mal Hobgobbos Halsabschneider. 3 Hobgobbos Bogenschützen. Dann brauchen wir jetzt 2 Runden. Ja, warte mal, dann lösen wir doch 2 Leute auf. Nehmen wir dich und nehmen wir dich. So, und dann machen wir hier oben nochmal 1 Nahkämpfer, 2 Fernkämpfer. Die Hobgobbos sind tatsächlich nicer als gedacht. Richtig stark werden sie aber mit etwas Besonderem erst. Aber das will ich euch jetzt nicht vorweggreifen. ich bin wieder fies, oder? Sagt's doch. So, passive Fähigkeit Todesfeuer wollen wir natürlich haben. Immer wenn wir zaubern, machen wir ein bisschen zusätzlichen Schaden. Im Prinzip eine kleine Mortis-Schrein, die aber nur funktioniert, wenn wir zaubern. Unser Bulle, der kriegt... Naja, wollen wir Kampftraining? Ja, komm, wir nehmen Kampftraining. Trainieren wir ein bisschen unsere Truppen besser. Und ab in die nächste Runde. Also nochmal zu den Hobgoblins. Die Hobgoblins selbst sind natürlich nicht die stärksten. Aber sie sind auch alles andere als verkehrt. So, und wir haben jetzt einen Handelskonvoi. Schließt einen Handel mit einem Militärkonvoi ab. Beim Transport lukrativer Waren, die über große Entfernungen gehandelt werden, ist eine ungeschützte Fracht ein unkalkulierbares Risiko. Eines, das ihr nicht eingehen dürft. Ein bewaffneter Konvoi ist unverzichtbar. Militärkonvois können entsendet werden, indem ihr einen Konvoimeister im Militärkonvoi-Fenster auswählt oder rekrutiert. Das Militärkonvoi-Fenster lässt sich über das Feld unten rechts auf der Kampagnenoberfläche aufrufen. Weitere Informationen, bla bla, findet ihr hier. So, Militärkonvoi ist ganz genau zu sein hier und das ist eine Sache, ihr merkt, ich erkläre am Anfang so ein paar Sachen, weil ich finde das relativ wichtig, auch in der kurzen Kampagne. Die meisten von euch werden wahrscheinlich mittlerweile Warhammer gespielt haben, aber für die, die komplett neu sind. So, also Militärkonvois funktionieren ähnlich wie bei den Cafés, das ist eine Handelskarawane und wir tauschen Gold oder andere Waren gegen Dinge. So, und ich werde es euch gleich zeigen. Also, jetzt gucken wir erstmal, dass wir einen Heerführer finden. Der hat natürlich schon mal ein tolles, ja, guck mal, 2 Feuerkläfen, 2 höllische Wachen, das ist schon nicht verkehrt. Verfügt über zusätzliche höllische Wachen, genau, Charaktererfahrung plus 30, Chance auf Abwehr eines Hinterhalts plus 25, richtig gut. Und hier haben wir, dieser Konvoi verfügt über zusätzliche Stierzentauchen, oha. Und Angriffsbonus und ab, okay, ja, nee, wir nehmen die. Wir nehmen die. Die hier oben sind zwar auch richtig gut, aber ich will lieber den haben. So, rein mit dir. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir machen. Tauschen wir zum Beispiel Ausrüstung gegen Arbeiter oder Gold gegen Arbeiter oder Gold gegen Materialien und so weiter und so fort. Das müsst ihr euch immer ein bisschen überlegen. Derzeit haben wir kaum bzw. keine Ausrüstung. Ja, also fällt das flach. Wir haben Gold. Und was können wir mit Gold derzeit bekommen? 152 Rohmetz hier. Naja. 242 hier oben, aber 11 Runden. Hierhin brauchen wir nur 4 Runden, aber das ist leider Ausrüstung. In den Spukwald, Ausrüstung gegen Arbeiter, Ausrüstung gegen Arbeiter. Guck mal, dann rennen wir zum Vogelhaus hoch. Da brauchen wir 6 Runden hin, ja, und tauschen Gold gegen Arbeiter. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Wir nehmen mal 600 Gold, wir könnten bis auf 1000 hochgehen, aber wir haben ja kaum was. Und entsenden die, na warte, komm, bis wir 300 kriegen. So, 700, let's go. So, und jetzt wackelt der von uns bis da hoch. Und vielleicht passiert was. Wir haben eine neue Technologie erforscht. Die langen Jahre auf der Ebene von Zar haben diese Arbeiter dazu gebracht, fest an die Ziele ihres Herrn zu glauben. Nun wollen sie ihre Loyalität im Kampf beweisen. Minus 10 für Arbeiter und Hobgobbo-Infanterie und plus 4 Angriff für dieselbigen. Als nächstes gehen wir auf die ausgehungerten Wölfe. Jawohl. Stellt in der Höllenschmiede eine Manufaktur-Schmiedekunstverbesserung fertig. Das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, das müsste die sein. Oder hier. Ich weiß es gerade nicht. Wir werden das auf jeden Fall machen. So, jetzt heißt mal wieder ein bisschen warten. 2 Runden, um genau zu sein. Können wir in der Zwischenzeit irgendwas machen? Haben wir irgendwas an Diplomatie, was wir derzeit machen könnten? Vielleicht irgendwie... Ich gehe noch kein... Ja, okay, alles klar. Ich gehe da nicht mit irgendwelchen Ratten... Hier irgendein... Nee, nix da. Soweit kommt's noch. So, wir könnten jetzt in den Fällen des Verderbens... Könnten wir was bauen? Was Neues? Oder halt die Fabrik weiter ausbauen? Ist die Fabrik ausbauen wäre cool. Aber ganz ehrlich... Wir werden erstmal...
hier ein Gebäude für Kontrolle bauen. Die Kontrolle ist immer so ein bisschen ein Problem bei denen. Ach, guck mal, die Fabrik geht immer noch, weil sie Rohmaterialien und kein Gold braucht zum Bauen. Ja, machen wir. Let's go. Dann kommen wir an die Reiter. Die sind gar nicht so verkehrt. Wobei, ich glaube, die brauchen wir nicht. Brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Ich war jetzt erstmal komplett irritiert, dass da hinten der Sintra-Bart steht. Eieieiei. So, Fracht. Eine Entscheidung. Ragnarpash Sintravaks Konvoi. Es ist eine Begegnung der Bestienmeister. Eine Kakophonie aus Gebrüll und wilden Schreien erklingt vor unserem Konvoi. Ein Bestienmeister der Dunkelelfen nähert sich. Seiner angeketteten Bestien nachzuurteilen, ist er vor kurzem von einer Expedition nach Norsgard zurückgekehrt und stellt kaum eine Bedrohung dar. Seine Gefolgschaft aus Jägern ist sichtbar ermüdet und ramponiert von ihren Begegnungen mit den Nordmännern und Wesen der Tundra. Mit den müden Hohn eines Truki bietet er den Konvoi im Tausch gegen ein paar Vorräte eines seiner Kreaturen an. Obwohl uns in der Lage des Dunkelelfen jetzt echt nicht bekümmert, könnte sich eine solche Bestie gegen zukünftige Bedrohungen als nützlich erweisen. Und was machen wir? Wir können die Bestie akzeptieren, verlieren aber 100 Fracht oder einfach drauf kacken und weitergehen. Wir nehmen natürlich die Bestie mit, weil ich meine in Mammut. Leute, in Mammut, jetzt mal ehrlich, rein damit. So, und damit haben wir die Sache auch fertig. Im Übrigen bin ich am Überlegen, wie wir das machen. Im Stream könnt ihr immer Sachen benennen, Figuren benennen. Ich werde jetzt erstmal meine Patreon Step by Step reinnehmen und von oben nach unten die offen genannt werden wollen, die im Stream auch im Vorspann immer stehen. Aber ansonsten, wenn ihr auch rein wollt, sagt das einfach in den Kommentaren Bescheid. Vielleicht taucht ihr im Spiel mal auf. So, ansonsten, ich glaube, es wird Zeit, nach Usulang irgendwas zu ziehen. Aber die drei würde ich gerne noch raus haben. Wisst ihr was? Die drei, komm. Diese eine Runde mehr oder weniger macht jetzt das Kraut auch nicht fett. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, pass auf, wir nehmen zwei davon. Einen davon. Wir könnten auch noch so ein also diese fiesen Hetzer, die sind auch echt nicht verkehrt. Also jetzt nicht denken, weil ich die nicht reinhole, dass die komplett kacke sind. Die sind nicht besser oder schlechter als die anderen. Aber, beziehungsweise doch, sie sind sogar ein bisschen besser. Aber es sind halt schleichende Plänkler-Einheiten, die grundsätzlich nicht verkehrt sind. Aber dadurch, dass wir unsere Stierzentauchen schon hier drin haben, brauchen wir die nicht unbedingt. So, und jetzt geht's los, rein da. Oh Gott, wir haben viel zu lange gewartet. Das wird eine böse Schlacht. Oh Gott, das wird eine fiese Schlacht. Ja, ich würde sagen, Leute, jetzt wird's unangenehm. Wir gucken mal, ob wir ihn außerhalb der Sieg... Und wir kriegen ihn. Es wäre ein knapper Sieg. Es ist sehr verlockend, auf automatisches Gefecht zu klicken. Ich sag's euch. So, die Schlacht sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.